Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Gäste auf den Besuchertribünen, Die Linke beantragt heute zwei Dinge. Erstens verlangen wir gesetzlich zu regeln, dass Minderjährige grundsätzlich nicht mehr in die Streitkräfte rekrutiert werden. Und zweitens bis zu diesem Zeitpunkt die Ausbildung von Minderjährigen, die jetzt schon als Soldatin in der Bundeswehr dienen, an Waffen unmittelbar einzustellen. Worum geht es? Die Zahl der minderjährigen Soldaten in der Bundeswehr hat sich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht. Sie beträgt inzwischen nahezu 10% der freiwillig Grundwehrdienstleistenden. Und dabei sorgt sich die Bundeswehr regelrecht liebevoll um Kinder und Jugendliche, um sie für den Soldatenberuf zu interessieren, wie sie das ausführen. Ein Sachverständiger des Bundesverteidigungsministeriums, Herr Nachtwey, hat in Anhörung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages vor 2 Jahren Folgendes zu Protokoll gegeben. Ich zitiere: Wir sprechen ja nicht gezielt die 17-Jährigen ausschließlich an, sondern wir sprechen junge Menschen an und differenzieren dabei nun nicht, ob er nun 15 ist und damit sozusagen erstmal interessiert wird oder überhaupt die Werbung mitbekommt. Warum denn solche Zurückhaltung, frage ich mich dort. Denn bei 15 ist bei der Bundeswehr eine Werbeansprache noch lange nicht Schluss. Hunderte Kooperationen mit Schulen, mit Kitas, ja sogar mit Kinderheimen zeugen davon. Die Bundeswehr wirbt in Zeitschriften wie Bravo und der Schülerzeitschrift Spicker, die 17-Jährigen nicht mehr lesen. Das ist eher was für 12-Jährige und Jüngere. Jugendoffiziere sind in den Schulen unterwegs und bieten dort Politikunterricht an. Das Ganze trägt inzwischen regelrecht absurde Züge. Der Werbeauftragte schreibt in seinem Bericht für das Jahr 2016, und das ist beispielgebend für diese Art des Umgangs mit Kindern und Jugendlichen in der Personalwerbung, Zitat: Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich an einem Tag der Bundeswehr, der im Rahmen des Ferienprogramms einer Gemeinde für Kinder veranstaltet wurde. Bei einer, also muss man sich mal vorstellen, Ferienprogramm für Kinder durch die Bundeswehr. Bei einer der im Programm vorgesehenen Geländefahrten in Bundeswehrfahrzeugen für Kinder und Jugendliche überschlug sich ein Geländewagen von Typ Wolf. 3 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren wurden laut Feldjäger-Sofortmeldung zum Teil schwer verletzt. Wer 17-Jährige in Uniform stecken will, der muss wohl auch 7-Jährige für lebensgefährlichen Abenteuerfahrten im Geländewagen einladen. Und auch die die SPD-Fraktion hat ja zu Beginn der Sommerpause beschlossen, dass sie sich dem Ziel Straight 18, also keine Minderjährigen mehr an Waffen auszubilden und in die nationalen Streitkräfte zu werben, anschließen. Damit fordern in Deutschland das Bündnis gegen Kindersoldaten, UNICEF, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die katholischen Jugendverbände, aber eben auch die Linke und die Grünen hier in diesem Haus und jetzt auch die SPD-Fraktion, dass keine Minderjährigen mehr in die nationalen Streitkräfte geworben und an Waffen ausgebildet werden. Und auch der Werbeauftragte schließt sich ein Stück weit dieser Position an, indem er erstmals in seinen Berichten für die Jahre 2016 und für 2017, herzlich willkommen, Bartels, ausführt, dass Minderjährige eben die Ausnahmefall sein sollten. Und bei 9 oder 10% Minderjährigen bei den Grundwehrdienstleistenden kann ja wohl bitteschön von Ausnahmefällen gar nicht mehr die Rede sein. 2019 muss die Bundesregierung nun Farbe bekennen. Warum? 2019 wird die Bundesregierung den nächsten Staatenbericht zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention und des 2. Zusatzprotokolls, in dem die Frage von Minderjährigen in Streitkräften und bewaffneten Konflikten geregelt werden, vorlegen, und zwar gegenüber den Vereinten Nationen. Und der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf wird diesen Bericht anhören. Er wird Verbände, Initiativen anhören und er wird Handlungsempfehlungen aussprechen. Und jetzt sage ich Ihnen auch, ich weiß heute schon, wie diese Handlungsempfehlungen aussehen werden. Die werden nämlich genauso aussehen wie die Handlungsempfehlungen vor 5 Jahren, weil die Bundesregierung gar nichts davon umgesetzt hat. Sie haben überhaupt nicht darauf reagiert, dass die Vereinten Nationen Ihnen Empfehlungen aussprechen, klare Empfehlungen. Sie haben sie schlichtweg nicht umgesetzt. Ihnen ist das egal und deswegen werden Sie wieder einen Staatenbericht vorlegen. Und dieser Staatenbericht wird ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Mal mit Handlungsempfehlungen versehen werden, die Sie am Ende nicht umsetzen. Dieser Blöße können wir uns durch die Annahme der Anträge von Grünen und Linken ersparen. Und jetzt werden Sie sagen, die Bundeswehr braucht diese Jugendlichen ja ganz dringend, weil sonst könne man die Personalstellen nicht mehr erfüllen. Da haben Sie recht. Das stimmt auch. Und auch dafür hat die Linke eine Lösung. Sie ist ganz einfach. Ziehen diese Soldaten und Soldaten aus den 1,5 Dutzend Auslandseinsätzen ab, dann haben Sie auch nicht mehr so ein Personalproblem bei den Soldatinnen und Soldaten. Und dann müssen Sie auch keine Minderjährigen mehr in die nationalen Streitkräfte werben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Kerstin Vieregge. Es ist ihre